Alter, was geht ab, Leute, Junge? Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ich habe gerade ein Video gedreht zum 100% Battle mit Julian. Das könnt ihr gleich anschauen. Und es gab eine kleine Diskussion in der Gruppe. Zwecks dem 100% Battle und dann kleinen internen 100% Battle. Oh mein Gott, ich bin voll aus Atem. Ich war schon ernsthaft nicht mehr so nervös. 100% Incognito ist gespawnt. Oh mein Gott, ich laufe jetzt. Mein Gott. Action! Zieleingabe. Oh mein Gott. Bitte nennen Sie erst den Ort. So, 100% Incognito. Nicht außersehen auf gelbe Berge. Das Spiel. Great, okay. Ich war schon so lange nicht mehr aufgeregt beim Gucken. Easy. Muss kurz Hallo sagen zu meiner Rivalin. So, warte, IV-Check. Beste HP, Attack, Defense 15. Oh mein Gott. Musst du morgen nicht arbeiten. Ich hab ihn, ich hab ihn trotzdem rausgelockt. Hey, na? Die ganzen Verrückten. Hey. Weil da dachte ich, wäre der Einzige gehabt, mich so gefreut. Die Schnitze schaue ich rüber. Okay. Der Horn. Verdammt. Natürlich. Wurde aus dem Bett gerissen, ja. Nicht wirklich, wir haben ja doch geschrieben vorhin. Ja, aber er wurde aus dem Bett gerissen. Taxi, er ist ja mein Fahrer. Der Julian hat auch gesagt, er versucht zu kriegen. Mal sehen, wer noch kommt. Julian K. Ja, weil der hat mir gleich geschrieben, Inkognito 100. Ich hab nur geschrieben, bin schon unterwegs. 100%iges Inkognito, weil ich hab sie noch kurz in die Topspawn-Gruppe getan. Sie ist ja nur einen Tag hier. So, 100%iges Inkognito. Okay, ich schau mal, ob der noch nie schläft. Er schläft nicht, okay, los. Ich hätte ihn doch auch geweckt. Stell dir vor, du hättest verschlafen, ne? Ja, eigentlich, das geht ja gar nicht. Und am nächsten Morgen siehst du die ganzen Leute, die es haben. 100%, das ist ja mega geil. Super, die Konkurrenzen darf ich. Du wirst langsam auch ein Konkurrent. Du grindest zu viel in letzter Zeit. Zu krass, zu saftig, 100% Incognito gefangen. Alter, ich war schon ernsthaft nicht mehr so nervös bei einem Pokémon. Hat Spaß gemacht. Die üblichen Verdächtigen waren dort. Birgit, meine Rivalin. Napni, mein EP-Konkurrent. Auch wenn er demnächst langsam davon zischt. Philipp war auch am Start. Dem verdanken wir natürlich alles. Dem verdanke ich beinahe jedes 100% Pokémon, das ich gefangen habe. Die Map in Prag. Also es gibt eine Map in Prag, aber keine Ahnung, wie die heißt. Aber er hat auch selbst eine gemacht. Auf dem Weg nach Prag hat er einfach ein paar Bots rübergeschickt und dann hatten wir während der Zeit dort unsere eigene Map sozusagen. Echt krass, Philipp, echt viel zu krass. Und es kamen viele neue Zuschauer natürlich in der letzten Zeit hinzu. Ich habe mal ein Video gemacht, wo die Map erklärt wird, welche Map ich benutze, weil das ist kein Geheimnis. Ich bin ein großer Supporter von Maps. Und die Map, die wir benutzen, ist Pokémap Muck und die betreibt halt der Philipp. Und dann gibt es zusätzliche Premium-Angebote, wie zum Beispiel halt den WhatsApp-Chat. Das ist das, wonach die meisten jetzt in letzter Zeit gefragt haben, vor allem in den Prag-Videos kam das halt die ganze Zeit, habe ich das gezeigt und da kamen so viele Anfragen, das werde ich jetzt nochmal kurz besprechen. Das ist eine Zusatzfunktion, wenn man spendet, dann kommt man in diese Gruppe und dort werden automatisch Top-Spawns geschickt. Und dort sieht man die Zeit, den Spawn, die IV, die WP, den Buchstaben, was auch immer. Und da muss man einfach nur draufklicken und dann wird man zum Navi geführt und dann einfach loslaufen. Los geht's. Das ist auch viel besser, als immer ein Auge auf die Map zu werfen oder zu behalten. Das ist gar nicht möglich. Das war, keine Ahnung, 1:30 Uhr morgens. Also, wer da noch eine Map anhat, keine Ahnung, was der so treibt. Aber einfach so eine Benachrichtigung auf WhatsApp, normal, und dann checkt man die ab und dann läuft man los. Das ist echt perfekt. Und wie gesagt, die geht halt Hand in Hand mit unserer Map. Und dieses Angebot, diese Funktion könnt ihr nicht einfach so haben.
Das müsst ihr dann mit eurer eigenen Map klären und... Aber darüber will ich eigentlich gar nicht reden, weil... Da ich ja in letzter Zeit sehr viele Anfragen bekommen habe, weil das Thema jetzt in Prag wieder aufgekommen ist. Alle Fragen bezüglich der Map fragt Philipp. Ich habe damit nichts zu tun. Ich bin einfach nur ein Typ, der sie verwendet. Ich habe keine Ahnung davon. Ich bin nicht ein Teil davon. Und deswegen fragt Philipp. Facebook-Seite ist unten in der Beschreibung. Schreibt ihn an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr irgendwas haben wollt, wissen wollt, machen, eure eigene Map haben wollt, was auch immer, schreibt ihn an, nicht mich. Ich habe damit nichts zu tun und beantworte auch gar keine Fragen dazu, weil das echt eine Menge sind. Auf jeden Fall, Philipp, klasse Typ. Wenn ihr in die Gruppe wollt, falls ihr aus München kommt, dann müsst ihr spenden. Und ich habe hier auch mal wieder gespendet, ich verplane das auch immer wieder. Aber nach Prag und nach dem 100% Inkognito hat Philipp auf jeden Fall eine Spende mal wieder von mir verdient. Wie gesagt, falls ihr irgendwas wollt, schreibt ihn an, nicht mich. Und ich werde jetzt noch das 100% Inkognito auf Max pushen. So, dann haben wir das 100% Inkognito. Und glücklicherweise ist es auch relativ hoch. 643. Attacken ist jetzt egal, also ich werde jetzt keine TMs dafür benutzen. Ich sehe schon verrückt genug, dass ich den auf Max pushe, aber ich habe einfach Bock drauf. Außerdem werde ich eh irgendwann mal jeden 100%er auf Max pushen. Dementsprechend, los geht's. Wir haben ja genug Bonbons durch das Event. Aber wie gesagt, die müssen echt irgendwas erfinden, damit pushen schneller geht, weil so ist es echt, echt anstrengend. Aber ihr wisst eh, ich mache jetzt Highspeed und dann Musik. Nicht, der wird genau 2000. Ich meine, genau 1000. Nee, der wird ein bisschen mehr. Ich dachte, der wird genau 1000. 1008. Max 100% Inkognito. Eieiei. 150.000 Staub oder so? Keine Ahnung, wieso ich das gemacht habe. Oh mein Gott. So, das war's. 100% Inkognito. Das ist so geil. Ich hatte echt schon so lang nicht mehr Eierschlackern bei einem Pokémon, wie bei dem hier jetzt. Wahrscheinlich erst wieder, wenn ich irgendwann mal 100% von irgendeinem Legendären bekomme. Oder, weiß schon, bei einem Raid antreffe, aber ansonsten echt lange, lange nicht mehr so nervös gewesen bei einem Pokémon. Aber wie gesagt, das war's. Aus irgendeinem Grund habe ich den auf Max gepusht, fragt mich nicht wieso. Ich hatte einfach Bock drauf, ich kann es mir leisten. Aber jegliche Fragen zu der Map. Wie gesagt, an Philipp, nicht an mich. Ich beantworte da gar nichts. Aber auf jeden Fall fettes Shoutout und danke an Philipp. Ohne ihn hätte ich so viele 100% gar nicht. Und hätte gar keine Chance jetzt gegen Julian. Das ist auf jeden Fall ein sicherer Punkt. Es sei denn, bis zum Wochenende kommt nochmal was. Aber das war's. Schreibt nichts in die Kommentare. Schaut einfach am Wochenende in Pasing vorbei, wenn ihr könnt. Wenn nicht, schaut euch die Videos an. Am Wochenende wird es echt krass, glaube ich. Da kommen echt viele Leute. Ich bin echt gespannt. Aber wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.